Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich habe dieses Video jetzt schon einmal aufgenommen, nur dann habe ich es mir angehört und auf einmal hat alles nur noch gestottert. Ich habe mich ungefähr so angehört. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das geht gar nicht, das leiderst du jetzt auf keinen Fall hoch. Und ja, deswegen nehme ich dieses Video jetzt nochmal auf. Aber um was geht es in diesem Video? Wir werden hierzu auf der einen Seite mal ordentlich wieder unsere Pokale pushen, dass wir schauen, dass wir hier weiter aufsteigen. Mit neuen Karten sieht es nicht so gut aus, denn ich warte eigentlich ja schon ewig auf den Schwarzen Ritter, der mir momentan, wenn ich gegen ihn spiele, der mir meistens das Genick bricht. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe vorhin ja drei Spiele gespielt, zwei habe ich gewonnen und eins habe ich verloren. Und was hatte der Gegner zum Schluss? Einen Schwarzen Ritter. Deswegen suchen wir natürlich auch den Schwarzen Ritter und es hat sich schon wieder was bei meinen Clans getan, Leute. Es gibt ja so viele von euch, die mit mir in einen Clan wollen. Deswegen hat sich auch da was getan. Deswegen bleibt auf alle Fälle dran, damit ihr wisst, was so abgeht. Und ja, ich würde sagen, zuerst spielen wir natürlich mal ein Match, damit wir in diesen Castle Crush Flow reinkommen, damit wir hier, ja, einfach mal schauen. So, wir spielen gegen Grossman und schauen mal, ob wir gegen ihn gewinnen. Wir haben eigentlich nicht so die beste Starthand, aber... Na gut, schauen wir einfach mal, was hier so passiert noch. Ich will eigentlich nicht den Skelettkönig wegschmeißen, denn der Skelettkönig ist ganz am Ende ziemlich geil. Und ich muss sagen, seit dem neuen Update läuft nicht nur die iOS-Version flüssiger, sondern hier auch die Android-Version. Ist das euch auch aufgefallen? Falls ja, schreibt sie doch mal bitte in die Kommentare, Leute. Eieiei, komm, da müssen wir halt ein Inferno rauf tun. Das hätte ich schon zu Beginn rauf machen sollen. Für was der Gegner jetzt einen Dämon hier gespielt hat, bleibt mir ein Rätsel, denn ich hatte ja nichts auf der Lane. Na gut, der Gegner hat da wohl nicht so mitgedacht oder hatte wirklich keine andere ordentliche Karte und hat dann einfach gedacht, ich spiele das hier, bevor ich gar nicht spiele. Aber das ist halt wirklich nicht immer die beste Wahl. So, wir haben bald 10 Mana, damit wir hier gleich mal den Skelettkönig spielen können. Wir spielen hier oben den Orkkrieger und unten spielen wir einen normalen Krieger. Und dann können wir auch gleich mal den Skelettkönig spielen, der ja wirklich sehr krass ist. Jetzt zu Beginn noch, weil epische Karten sind generell hier in Burg 2, in Burg 3, wo ich jetzt bin, wirklich schwierig zu besiegen. Das gleiche gilt für den Schwarzen Ritter, bei dem ich ja vorhin das Problem hatte. Da habe ich jetzt etwas zu früh gespielt, da hat der Gegner leider... Ja, leider hat er hier... Eieiei, da hat er... Okay, auch nicht schlecht, lieber Gegner. Auch nicht schlecht. Zuerst mal Inferno drauf, aber bringt nichts. Okay, er spielt richtig gut, muss ich sagen. So, den hier. Und dann spielen wir auch gleich nochmal den Ork... Oh, das wäre die Bombe. Ich wollte den Ork-Krieger hier oben spielen. Aber die Dryade ist zum Glück jetzt weg. Aber nur gut, weiter geht's. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen, denn es sieht eigentlich sehr gut aus für uns, muss ich schon zugeben. Oh, da kommt schon der Schwarze Ritter, wie schon vorher erwähnt. Das Ding ist einfach wirklich sehr schwer zum Aufhalten. Oh, da habe ich zum Glück den Skelettkönig bekommen, denn das ist eigentlich die einzige Karte, mit dem ich den aufhalten kann. So ein Inferno wäre schon nice, der Gegner hat hier drei Ballista auf der mittleren Lane. Das ist krass. So, komm, geht sich der Dämon noch? Yes! Da hat er nicht meinen Mage zerstört. Sehr gut. Komm. Nein, schon wieder nicht. Schade. Also ich warte wirklich auf das Inferno, Leute, denn alles andere... Ich will ja nicht spielen auf der mittleren Lane, sonst ist das weg. Außer ein Henker geht auch noch. Schaffe ich es vielleicht mit einem Mage? Mage? Ja, gar nicht so schlecht. Da ist er weg. Da sind sie weg. So, Pfeile habe ich auch noch zu Genüge. Sollte also auch kein Problem sein, hier den nächsten Push vom Gegner abzuwehren. Bam, da ist es weg. Die Dryade macht hier etwas Probleme, aber nicht so viele. Erstmal den hier spielen. Wieso spielt der Gegner hier so viele Ballistas? Hör auf damit, Gegner. Hör einfach auf, hier die ganzen Ballista zu spielen. Hm. So, wir haben zum Glück das Inferno jetzt. Mit dem können wir das mal hier ordentlich niederbrennen. Da auch gleich mal die Pfeile rauf, nochmal Pfeile raus. Und das war es dann auch schon mal mit seinem Push. Wir haben auch einen Henker. Mit dem könnten wir hier auch einiges noch anstellen. Das Problem ist, der Gegner hat hier mehr Leben als ich. Falls wir jetzt in die Overtime gehen, würde er mich zerstören. Aber ich habe eine Bombe. Mit der kann ich ja auch hier seine Burg noch schwächen. Die Piratin kann hoffentlich einen Hit absetzen und dann hat... Oder mehr Hits. Also mir ist egal, wie viele Hits. Aber Hauptsache, wir sind hier... Also Hauptsache, wir haben mehr Leben hier als der Gegner.
Aber der schwarze Ritter, ich hoffe nicht, dass der mir jetzt... Komm, gib mir... Eigentlich wollte ich hier... So, wow, Verlängerung haut ihr beim Android hier ordentlich rein. Das bebt ja gleich mal alles. So, wow, komm, nein, ach, komm schon. So knapp, Leute, so knapp. Wir hätten hier fast gewonnen. Aber na gut, jetzt erstmal zur Clan-Sache, Leute. Wie sieht es mit meinen Clans jetzt aus? Momentan haben wir ja Oldschoolers, Oldschoolers 2, Oldschoolers 3 und hier noch den Danny Community Clan. Das heißt, wir haben Platz für 400 Zuschauer. Was eigentlich eine ganze Menge ist. Aber dann hat sich der Sevi gedacht, ey komm, wir brauchen mehr Platz für euch. Machen wir einfach noch einen Clan auf. Und das hat der Sevi heute in der Früh gemacht. Er war wieder mal motiviert. Und hat den Oldschoolers 4 Clan eröffnet, der ab jetzt zum Joinen ist. Ab 9 Uhr früh gibt es den Oldschoolers 4. Und da dürft ihr natürlich gleich reinkommen. Also Leute, gehen in den Oldschoolers 4 Clan. Falls ihr noch in keinem Clan von mir seid. Und ja, jetzt dann auch noch... Oft sind ihr bei meinen Clans, wenn ihr sicher schaut, sind nur 49 Plätze und ihr denkt euch sicher, ja, da kann ich noch rein. Ich war noch rechtzeitig, die nehmen mich jetzt an und ich bin im Clan. Aber Leute, da gibt es einen kleinen Haken, denn wir schauen momentan, dass momentan in jedem Platz, also in jedem Clan, ob ihr jetzt Oldschoolers 2, 3, 4 oder Danny Community, immer ein Platz frei bleibt, damit ich, Sevi, Marvin oder Martin immer hin und her jumpen können, damit wir überall in allen Clans sein können. Denn ich habe momentan 2 Accounts, mit denen ich in einem Clan sein kann. Und ihr wollt natürlich mit mir hier auch spielen, denn es ist ja immerhin ein Community-Clan. Also es sind ja immerhin Community-Clans. Und es wäre natürlich dann blöd, wenn ich nur in einem Clan bin und die anderen, ja, die anderen haben nichts davon. Deswegen ist hier immer ein Platz frei, mit dem... dass wir hin und her springen können, damit der Clan nicht voll ist, wenn wir jetzt mal wechseln wollen. Da schauen wir jetzt drauf, halt wirklich, dass immer ein Platz frei ist. Also bitte nicht ja, jetzt böse sein, wenn ihr nicht angenommen werdet. Und ja, wie sieht das Ganze mit dem Annehmen aus? Es werden immer die ersten angenommen, die anfragen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, Leute. Also ja, auch wenn noch frei ist und es hatte noch keiner Zeit zum Annehmen... Ja, werden dann trotzdem die angenommen, die zuerst angefragt haben. Wir schauen hier nicht, wie stark jemand ist. Wir haben extra die Pokale von Oldschoolers 2, 3, 4 und Danny Community extra niedrig angesetzt, dass auch Anfänger oder Menschen, oder Spieler oder von euch, die halt nicht so gut sind, trotzdem hier beitreten können. Denn bei Danny Community ist ja die Grenze der Pokale auf 400 gesetzt und das ist wirklich nicht hoch, Leute. 400 Pokale hat man ja, die hat man gleich mal, da braucht man nicht lange spielen. Deswegen, ja, der Oldschoolers Clan, also der ohne Zahl, der ist halt dafür da, wo man dann aufsteigen kann, um euch eine Motivation zu bieten, dass man dann mehr oder weniger so hart sagt, ja, das ist der beste Clan von Oldschoolers, den wollen wir eigentlich nur dazu haben, dass dort wirklich die starken Spieler drinnen sind. Aber auch wenn dort wirklich ein Spieler drinnen ist mit 4.000-5.000 Pokalen und der ist nicht aktiv oder er schreibt nichts in den Chat, dann wird natürlich auch dieser gekickt. Einfach aus Fairness halber, denn wir wollen einfach Spaß haben in unseren Clans. Wir wollen uns unterhalten, wir wollen uns austauschen und deswegen werden halt Leute, die nicht aktiv am Clan teilnehmen, rausgeschmissen. Und hier kommt auch schon der nächste Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand rausgeschmissen wird, das passiert meistens einmal in der Woche so, ich glaube, der Sevi schmeißt da immer am Wochenende die Leute raus, die nicht aktiv sind und auch nicht gesagt haben, dass sie zum Beispiel auf Urlaub sind oder so, schmeißt da raus. Also, falls ihr nicht keinen Platz mehr findet im Oldschoolers 4 Clan oder in einem anderen, dann bitte nicht gleich aufgeben. Es werden immer wieder neue Plätze frei werden, also... Einfach dranbleiben, Leute. Ihr werdet schon in den Clan kommen. Wenn ihr es wollt, dann haben wir einen Platz für euch. Aber ja, bitte jetzt nicht böse sein, wenn es nicht funktioniert. Denn wir haben nur Platz für 250 Menschen. Und ich habe halt dann doch über 18.000 Zuschauer. Also ist das 250 dann doch wieder wenig, wenn man es sich hier auf die Relation bezieht. Aber wir haben halt auch nicht ewig viel Ressourcen mit den Clans. So. Ich glaube, das war's jetzt. Aber wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, dann könnt ihr mich gerne auf Instagram adden. Dort könnt ihr mich anschreiben. Ihr könnt mir hier auf YouTube schreiben. Ihr könnt mir auf Facebook schreiben. Also, ich glaube, es sollte nicht daran scheitern, dass ihr mich nicht erreichen könnt. So, kann der Henke hier was ausrichten? Kann die Bogenschützen sollten... Nein, schade. Aber er hier, der Mage, der schafft das schon.
So, erstmal hier ein Inferno drauf und dann spielen wir die Piratin. Und dann kommt der gute alte Skelettkönig. Ey, die habe ich etwas zu weit hinten gesetzt, aber egal. So viel was der Gegner aber jetzt hier den Nahen setzt auf eine Fernkämpferin, bleibt mir ein Rätsel, muss ich sagen. So, schafft die Piratin auch noch den Zwerg? Wenn ich vielleicht die Dryade davor setze, schon. So, hier auch noch die Piratin. Die ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich stark hier auf dem unteren Level. Wie so viele Karten. Aber das Balancing ändert sich, je höher man in der Burg kommt, je höher man sein Level hat. So. Können wir eigentlich den Mage zerstören? Nein, den können wir nicht. Aber komm, ein Hit von denen und da ist er weg. Schwarzer Ritter, auch kein Problem momentan für uns. Schauen wir mal, gegen Drona aus dem... ja, aus England. So, da ist wieder ein Magier am Start. Das verbrennen wir gleich mal alles. Aber er schafft es. Mage Level 1 ist trotzdem irgendwie mega stark, was er so, ja, wenn es ums Aushalten geht. Der wurde ja auch im letzten, ja, im letzten Update etwas stärker gemacht, also vom Leben. So, noch ein Skelettkönig setzen wir natürlich gleich. Und so sind wir gerade auf allen drei Lanes super vertreten. Und ich glaube, das war es jetzt für den Gegner. Das war es jetzt wirklich. Auf der unteren Lane mit dem Magier kommt er dann halt nicht mehr weit. So, wir haben gewonnen. Sehr, sehr nice. Und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video etwas hier aufklären, wie es so geht mit den ganzen Clan-Sachen. Und wir sind hier eigentlich in Burg 3 endlich. Ich bin ja schon, ja, im letzten Video, was ich nicht hochladen konnte, in Burg 3 gekommen. Da habe ich auch Kisten geöffnet und das war jetzt irgendwie nicht mehr möglich, weil die Aufnahme eigentlich Schrott war. Aber trotzdem, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, mach's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao!